hier bei uns auf der Bühne 1 geht es weiter mit unserem Wahlkampf-Spezial. Es sind nur noch wenige Tage und Wochen und deswegen wollen wir uns natürlich diesem Thema widmen. Als allererstes freue ich mich sehr, Michael Keil begrüßen zu dürfen. Er ist Datenjournalist und Open Data Evangelist, einer der Gründer von Open Data City und jetzt bei Tagesspiegel Data und Data Science and Stories. Stories. Ja. Herzlich willkommen. Großen Applaus. Hallo. Dankeschön. Datenjournalismus für die Informationsgesellschaft. Mein Name ist Michael Kreil, aber das tut nichts zur Sache. Ich denke, dass viele Datenjournalismus kennen. Nicht alle wissen, was Daten genau sind, was man damit macht. Deswegen versuche ich, alle Leute abzuholen. Ein Freund von mir hat mal den Fehler gemacht, auf seine Party einen Datennerd einzuladen, und zwar mich. Und das Beispiel bringe ich immer gerne so als Einführung. Der hat nämlich seine Party eingeladen per Facebook. Und ich habe einfach mal alle, die dort zugestimmt haben, eingezeichnet und alle Freundschaftsverbindungen, die man so auf Facebook gefunden hat. Dann habe ich mal so ganz klassisch Männer in Blau, Frauen in Rot eingefärbt. Jom ist ein kleiner Wubbel, der bin ich. Also ich kenne auch nur den Gastgeber, alle anderen kenne ich nicht. Deswegen habe ich meine sozusagen datenjournalistische Herangehensweise genutzt, um herauszukriegen, was das überhaupt für eine Party ist. Und den Gastgeber, den findet man da. Ja? Und das Spannende ist, wer könnte denn das denn sein für eine Person? Weiß das wer? Seine Freundin, genau. Nicht seine Mutter, nein. Seine Freundin. Ganz klassisches Beispiel, also man sieht, ne, also nicht nur, dass sie miteinander befreundet sind, die haben einen gemeinsamen Freundeskreis und so weiter. Das Spannende dabei ist, dass diese Information nicht auf Facebook angegeben ist. Die haben nicht auf Facebook gesagt, dass sie in einer Beziehung sind, und trotzdem kriegt man aus so einem Social Network sozusagen auf einer Party das relativ gut raus. So, und das ist so ein bisschen mal das Eingangsbeispiel. Also die einzelnen Freundschaftsbeziehungen an sich sind jetzt nicht besonders aussagekräftig, aber wenn man das zusammenpackt, die Daten, und das vielleicht grafisch richtig aufbereitet, dann sieht man da Zusammenhänge drin, die in den einzelnen Datenverbindungen nicht drin sind. Das ist mein technisches Niveau von 2011 gewesen. Mein aktueller Stand sind solche Netzwerke. Das sind 1,6 Millionen Twitter-Accounts, die deutsche sprachig angegeben haben, die mal grafisch visualisiert mit den unterschiedlichen Gruppen, die man da drin findet. Übrigens hier die kleinen rot markierten, das sind Accounts, die besonders viel Fake News verbreiten. Mal eine andere Grafik, jetzt habe ich mal eingefärbt, welche die 50 wichtigsten Politiker auf Twitter, bei welcher Partei die sind. Witzigerweise, ich möchte noch mal kurz zurück und hin und her schalten, da sind die Fake News Verbreiter, ja. Da ist die AfD. Da werde ich noch mal versuchen, in Zukunft noch weiter rein zu recherchieren. Kommt noch. Ich kämpfe seit Monaten dafür, dass es sind, umso größer die Datenmengen werden, umso anstrengender wird das Projekt. Also das verfolgt mich jetzt seit März. Das, was man hier mit solchen Netzwerkanalysen machen kann, und da geht noch viel, viel, viel mehr, ist tatsächlich aber alles nichts Neues. Ja. Und das ist ehrlich gesagt auch noch Kinderkram im Vergleich zu, was halt Google, Facebook, Amazon, Apple und wie sie alle heißen, machen. Da sitzen halt wirklich die Profis drin mit richtig viel Geld, großen Teams, die solche Datenanalysen machen können. Wir kennen auch natürlich schon eingangs erwähnte Geheimdienste von NSA. Ich habe mal die Five Eyes gemacht, hier der kleine, ich habe mal unten noch CITES reingemacht. Die sind ja noch ganz jung, deswegen habe ich die ganz klein reingemacht. Und da sitzen dann halt sozusagen die richtig krassen Data Scientists. Die Frage ist, sind das wirklich die guten Data Scientists? Also ist jetzt vielleicht meine persönliche Ansicht, aber man kann ja auch einen Anspruch an sich selber haben. Möchte ich als Data Scientist wirklich Werbung optimieren, mehr Schuhe verkaufen oder sowas? Ich weiß nicht, ob gerade mit den gesellschaftlichen Konsequenzen daraus, dass amerikanische Konzerne so viel über uns wissen, weil sie so viel Daten sammeln. Ich weiß nicht, ob da wirklich die guten Data Scientists sitzen. Und bei Geheimdiensten, da kann man sicherlich auch unterschiedlicher Meinung sein. Meine persönliche Meinung ist, mit moralisch guten Data Scientists findet man dort auch nicht. Und über das, was ich mich besonders freue, ein Trend, den man in den letzten 7 bis 10 Jahren sehen kann, dass sozusagen neue Player mit Scientists auftreten, und zwar die journalistischen Medien.
New York Times, Guardian, Self-Plug, Tagesspiegel Data, Berliner Morgenpost, Süddeutsche Zeit Online, Spiegel Online, BR Data und es gibt auch viele mehr. Das ist so eine Art neuer Trend, was auch ganz gut ist, dass man Data Scientists drin hat in seiner Redaktion, mit denen man neue Geschichten entwickelt. Und ich finde, da sind die guten Data Scientists. Das Spannende ist dabei, dass sie mit ihren Fähigkeiten im gesellschaftlichen Auftrag Daten analysieren können. Und ich werde auch gleich ganz viele Beispiele dafür bringen. Was diese Grafik mir auch gut gefällt, ist, dass sozusagen auch die Medien damit auch einen Gegenpol darstellen. Sie können der Öffentlichkeit erklären, was eigentlich mit Daten passiert oder was Daten sammeln bedeutet. Ich werde jetzt versuchen, ein paar Beispiele dazu zu bringen. Das kann aber ein bisschen unfair sein, weil dann nehme ich halt mal was aus der New York Times und dann vergesse ich irgendwie ein anderes Medium. Deswegen versuche ich, so neutral wie möglich zu machen. Ich zeige nur Projekte aus meinem Team. Datenjournalismus kann zum Beispiel Überwachung erklären. Eines der ältesten Projekte, die wir gemacht hatten, waren zum Beispiel das Projekt von Malte Spitz und seinen Vorratsdaten. Wer kennt das Projekt? Hände hoch. Okay, gute Quote. Wir haben dabei die Daten von Malte Spitz die Deutsche Telekom über ihn gespeichert hat, über einen Zeitraum von 6 Monaten visualisiert. Vorratsdatenspeicherung ist gefallen, jetzt gibt es sie inzwischen schon wieder. Was ganz spannend war, vorher war Vorratsdatenspeicherung ein abstraktes Thema und mit einmal konnte man sehen, dass die Leute ein Bild vor Augen hatten. Wir konnten es schaffen, was Abstraktes zu visualisieren und damit auch zu thematisieren. Ein anderes Beispiel war eine Arbeit mit Arte zusammen, die leider nicht ganz so bekannt geworden ist. Aber da haben wir mit Ripe zusammengearbeitet und haben ein System namens Ripe Atlas verwendet, mit dem man sagen kann, ich bin jetzt, was weiß ich, O2-Kunde und ich möchte gerne auf die Webseite von XY zugreifen. Und dann kann man gucken, wie eigentlich die Datenpakete fließen. Und das haben wir dann in großer Stückzahl gemacht. Und hier ist mal eine Grafik. Das soll eigentlich nur der Datenverkehr innerhalb von Deutschland sein. Das heißt, ich greife von deutschen Providern zu deutschen Webseiten drauf zu. Und das Spannende ist, man sieht, wie viele Daten zum Beispiel über Amerika geroutet werden oder über Großbritannien oder andere Länder. Das hat technische Ursachen, warum so viele Datenpakete unser Land verlassen müssen, obwohl es gar nicht notwendig ist. Das heißt also auch die Leute, die sagen, ich möchte jetzt keine amerikanischen Dienste nutzen, damit meine Daten in Deutschland bleiben oder so, die Zeiten sind vorbei. Leider sind wir nicht dazu gekommen, genauer und tiefer zu analysieren, was die Ursachen dafür sind und das zu erklären. Ein anderes Projekt ist, was Facebook über dich weiß. Das war die Geschichte, dass Max Schrems damals alle seine Daten aus Facebook rausgeklagt hat, aufgrund EU-Gesetzen. Das hatten wir mit der Taz aufbereitet. Das ist inzwischen alter Käse, denn jetzt haben wir inzwischen alle die Möglichkeit, unsere eigenen Daten bei Facebook runterzuladen. Da kommt jetzt aber so ein bisschen auch der Knackpunkt. Seine eigenen Daten zu visualisieren ist sehr schön, kann man tolle Bilder mitmachen und auch großartige Erkenntnisse daraus gewinnen. Aber wirklich spannend ist es, wenn ich die Daten nicht von einer Person habe, sondern von einer Gruppe oder einer ganzen Gesellschaft. Gerade wenn wir jetzt uns mit dem Thema Bundestagswahl beschäftigen oder mit anderen Debatten, die Datenmenge, die da bei Facebook liegt, wäre wirklich spannend mal zu thematisieren im Rahmen eines datenjournalistischen Projektes, auf das wir aber leider nicht zugreifen können, also die Daten zumindest nicht. Das war eigentlich nur mal als Spaß zwischendurch. Ein paar Medien wie Stern fand es ganz toll. Wir haben mal gezeigt, wir vergleichen einfach mal Stasi mit NSA. Was wäre, würde die NSA alle ihre Sachen ausdrucken? Da hatten wir mal, damals sprang gerade die Zahl 5 Zettabyte durch die Medien. Und das sind dann 42 Billionen Aktenschränke, die etwa 1,7 Millionen Quadratkilometer Platz benötigen würden. Das war dann also, ich glaube, 1,5-fache von Europa. Eine riesige Fläche im Vergleich dazu, der Stasi-Aktenschränke. Das war ein Witz eigentlich. Das war so in einer Stunde mal schnell zusammengeklickt. Bei Amazon geguckt, wie groß ist denn eigentlich so ein Aktenschrank und wie viele Ordner passen da rein. Und das dann einfach ausgerechnet und als große Fläche dargestellt. Trotzdem war es einer der erfolgreichsten Projekte, weil es, also 90% der Leute haben es ausgelacht, 10% der Leute haben Angst bekommen. Der Vergleich hinkt bis heute noch und hat dann auf der anderen Seite dann doch irgendwie seine eigene Qualität. Ein anderes Projekt, das wir gemacht haben, war zusammen mit der Republika. Da haben wir mal gezeigt, was WLAN-Daten eigentlich beinhalten,
Das war eine Menge langweiliger Logdateien. Und wir haben daraus eine interaktive Datenvisualisierung gemacht, die ist auch heute noch online, kann man mit rumspielen. Da kann man sich dann halt angucken, wie die unterschiedlichen Geräte von einem Mobilfunk-Router zum nächsten sich umschalten, welche Vorträge gerade parallel laufen. Man kann sogar noch mehr Analysen machen, welche beiden Vorträge ein ähnliches Publikum haben oder ein unterschiedliches Publikum ansprechen, je nachdem, welche Geräte dort eingeloggt sind. Genau. Und ich merke, ich bin viel zu schnell. Ich werde jetzt einfach langsamer reden. Oder die Möglichkeit bieten, mich mit Fragen zu unterbrechen. Ja, natürlich auch mal weiter. Was ich an Datenjournalismus persönlich auch sehr spannend finde, ist, dass es abstrakte Themen erklären kann. Es gibt immer wieder Diskussionen, ich hatte eingangs erwähnt, die Vorratsdatenspeicherung war ein abstraktes Thema, bis wir es bebildern konnten. Es gibt noch viele andere Sachen, zum Beispiel Finanzkrise hat mich sehr geärgert. Es gab immer nur Stockfotos von Euromünzen oder Bilder von Politikern, die irgendeine Meinung dazu hatten. Aber es gibt so viele abstrakte Themen, die schlecht in den normalen Medien wie Bild, Video oder Text zu beschreiben sind, das dann als interaktive Anwendung zu haben, kann Riesenvorteile sein. Ein Projekt war da zum Beispiel das ZDF Lobbyradar. Das war im Prinzip eine Datenbank von Personen, die im politischen Bereich, NGO-Bereich, Thinktanks, Verbände und so weiter gearbeitet haben. Und dann auch zu gucken, ob die Leute eigentlich mehrere Jobs haben oder wechseln oder noch nebenbei eine Mitgliedschaft haben. Das Projekt lief auch sehr gut, das hat auch ZDF richtig schön gefeatured im ZDF-Heute-Journal und dann hatte man halt festgestellt, dass hier als Beispiel eine Atlantikbrücke saß unter anderem MAT-Wissen, auch im ZDF und dann wurde das Projekt mehr und mehr zum Politikum. Zum Glück haben wir es Open Source gemacht, lobbyradar.org findet man es immer noch und der Code ist sowieso auf GitHub. Ein anderes Projekt war LobbyPlug. Also wir haben irgendwann so viele Lobbyprojekte gehabt, dass wir sie selber durcheinander bringen. LobbyPlug war ein Projekt auf der Basis der Gesetzesänderungsvorschläge der EU-Parlamentarier, die eingebracht wurden. Und gleichzeitig dazu wurden uns Gesetzesänderungsvorschläge zugespielt, die große Konzerne oder andere Lobbyorganisationen den Parlamentariern per E-Mail zugeschickt haben. Also da schickt dann beispielsweise ein Unternehmen wie Amazon oder Google, die eigentlich überhaupt nichts mit dem EU-Parlament zu tun haben dürften, Gesetzesänderungsvorschläge als Word-Dokument an mehrere EU-Parlamentarier. Sie leiten das an uns weiter und wir können dann gucken, hat denn einer dieser EU-Parlamentarier diesen Änderungsvorschlag unter seinem Namen dann einfach eingebracht, was natürlich sehr spannend ist. Wir konnten dann hinterher auch Namen nennen, was noch besser ist, ne, das bei solchen Zusammenhängen. So richtig abging es nicht. Thema Datenschutz ist bis heute in der Öffentlichkeit nicht sexy, ich glaube, was wir damit gemacht haben, ist zumindest einen Keil reinzuschlagen, dass Lobbyorganisationen nicht mehr so einfach Gesetzesänderungsvorschläge in ein EU-Parlament einbringen können, indem sie dann einfach massenhaft E-Mails an Parlamentarier schicken. Ein schönes, einfaches, aber schöne Grafik fand ich die Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten. Die ist nicht mehr ganz aktuell. Die dicke Kugel da ist der Gauweiler. Der jetzt inzwischen nicht mehr dem Bundestag angehört, der hat, glaube ich, insgesamt jetzt 1,9 Millionen Euro Nebeneinkünfte gehabt, mindestens, indem er sie in den Fraktionen oder in den Parteiprozenten so eingeordnet haben, konnte man auch gleichzeitig einen visuellen Eindruck bekommen, welche Parteien jetzt eigentlich überraschend viel noch Nebeneinkünfte verdienen. Ein Projekt, das kein datenjournalistisches Projekt ist, das muss ich als Disclaimer sagen, sondern es war eine Auftragsarbeit, aber ich finde, das gehört auch dazu. Das ist die gsmmap.org, das war eine Auftragsarbeit von Security Research Labs, die mit Hilfe von Mobilfunktelefonen gucken können, wie sicher denn eigentlich die Mobilfunk-Standardumsetzung von deinem Anbieter ist. Da gibt es dann halt Anbieter. Da muss man jetzt technisch ein bisschen tiefer drin sein. Normalerweise werden Telefonanrufe und SMS verschlüsselt. Jetzt gibt es aber Unternehmen, die wissen, dass das den Kunden nun nicht auffällt, ob es verschlüsselt ist oder nicht. Und deswegen geben die sich halt nicht so richtig viel Mühe. Und daraufhin haben die ein System Security Research Lab gebaut, um per Crowdsourcing herauszukriegen, wie jetzt Telekom, Vodafone, E+, O2 die unterschiedlichen Netze abschneiden und dann auch ein Benchmarking zu machen und zu sagen, hier guck mal, ihr habt einen gewissen Erfolgsdruck.
Das hilft manchmal zu sagen, andere sind besser als ihr, als nur rumzunörgeln. Genau. Ist auch online unter gsmmap.org und wächst immer weiter und auch international. Da kann man sich anschauen, wie das in anderen Ländern ist. So, ich bin jetzt tatsächlich doppelt so schnell als geplant. Ein Projekt, auf das auch noch gleich tiefer eingegangen wird, ist eine Kooperation mit Netzpolitik.org. Markus Reuter wird auch gleich was dazu erzählen. Ich habe aber mal eine Grafik rausgeholt, die ich persönlich sehr hübsch fand. Das ist ein Netzwerk einer Nachricht, wie sie sich durch Twitter verbreitet. Jeder einzelne Punkt ist ein Twitter-Account. Umso größer er ist, umso mehr Follower hat er, um mal so ein bisschen Spiegel online abzuheben von kleineren privaten Accounts. Und zwei Sachen fallen auf. Das erste ist, paar sind rot, und zwar sind das Twitter-Accounts, die Fake News verbreitet haben. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, in diesem Fall ging es um Schweden, dass das Auswärtige Amt angeblich vor Reisen nach Schweden warnt, weil es da so viele Flüchtlinge gibt und deswegen ist die Kriminalität dort so hoch. Das Auswärtige Amt hat dementiert und hat gesagt, das ist völliger Käse. Es gibt keine Reisewarnung vor Schweden. Das sind die klassischen Hinweise, die sich auch seit über einem Jahr nicht geändert haben. Genau, und das, man sieht, es gibt also rote Twitter-Accounts, die diese Fake News behaupten, blaue Twitter-Accounts, die die Gegendarstellung verbreitet haben. Das Spannende ist, dass die Roten tatsächlich ein eigenständiges, eng vernetztes Netzwerk sind. Das sind Leute, und das haben wir dann auch ein bisschen später reingeguckt. Und ich würde es euch genau erklären, aber ich will jetzt nicht in Markus' Vortrag reingrätschen. Spannendes Thema. Bitte? Du hast ja extra Zeit. Ich habe extra Zeit? Natürlich habe ich extra Zeit, aber wir können auch zusammen singen oder tanzen. Aber ich würde ungern jetzt in den Vortrag von Markus eingreifen. Der hat sicherlich auch viel zu erzählen. Ganz im Gegenteil, ich gebe ihm die 10 Minuten extra. Datenjournalismus allgemein, was ist das überhaupt? Das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist, Datenjournalismus ist Teamarbeit. Entschuldigung, ich habe hier eine kleine Grafik gebaut. Klassisch braucht man halt Data Science dazu. Unter Data Science ist auch so ein abstrakter neuer Begriff. Fällt im Prinzip alle Leute, oder alle Themengebiete, die sich rund um Mathematik, Statistik und natürlich auch ein bisschen mit Programmierung auseinandersetzen. Gerade wenn die Daten so umfangreich werden, dass sie nicht mehr in eine Excel-Tabelle passen, kommt man in einen Bereich, der sich Data Science nennt. Jetzt im Bereich von Datenjournalismus gibt es natürlich noch den zweiten Kreis, den Journalismus. Das heißt also, welche Geschichten finde ich da drin und wie erzähle ich sie und wie vermittle ich sie. Und spätestens, wenn es dann auch noch um interaktive Grafiken geht oder generell, wie kann ich mit den neuen Medien Geschichten erzählen, brauche ich natürlich noch solche Aspekte wie Design und User Interfaces da drin. Und ich habe eine Menge Datenjournalisten kennengelernt, aber es gibt keinen, der einfach alle drei Dinge perfekt abdecken kann. Ich kenne richtig gute Data Scientists, die ganz furchtbare Designer sind. Ich kenne einige Leute, die mindestens zwei Felder davon abdecken, die Statistik und Design sehr gut zusammenbringen können, die Daten und Journalismus sehr gut zusammenbringen können. Aber wenn man es richtig gut machen möchte, muss man wirklich ein Team dafür haben. Genau. Trotzdem kann man alleine anfangen. Oft, wenn ich einen Vortrag halte, kommt immer so, wow, ich will auch Datenjournalismus machen. Ja, kann man machen. Also ich sehe immer wieder Leute, die frisch damit anfangen, die irgendwie Informatik studieren oder Statistik oder Journalismus und dann interessieren sie sich irgendwie was dafür. Und es ist relativ einfach. Also man kann so mal ein paar Sachen ausprobieren, das twittern, mal gucken, was die Leute dazu sagen. Wenn es inhaltlich oder fachlich schlecht gemacht ist, gibt es auch immer genug Kritik dafür, die man dann auch aufnehmen kann. Was gut hilft, die Sachen immer Open Source zu machen, irgendwie vielleicht im Rahmen eines Blogartikels seine Methodik zu beschreiben, sodass andere Leute einem helfen können. Wenn man es auf GitHub packt, können auch andere Leute das noch weiter verbessern. Ansonsten gibt es das Hashtag DDJ dafür, um sich zu vernetzen. Und es gibt eigentlich ganz viele Veranstaltungen zu diesem Thema überall, Hamburg, Berlin sowieso. Es gibt die OK Labs von der Open Knowledge Foundation, um sich mit anderen Interessierten zu vernetzen. Das heißt, wer einfach so ein bisschen Lust und Laune darauf hat und mal anfangen möchte und mal ein bisschen ausprobieren möchte, dem kann ich eigentlich nur sagen, ey, mach doch mal Datenjournalismus. So, und das ist tatsächlich auch meine letzte Folie. Das heißt, ich bin 12 Minuten zu schnell. Gibt es Fragen dazu? Yay. Wo ja der Blog auch etwas, der Themenblog jetzt ja zum Wahlkampf steht, hast du denn
Ideen, was man nochmal so schön darstellen könnte, abseits von Fake News auf Twitter aus Politik und Parteien? Also da ich jetzt gerade beim Tagesspiegel arbeite und wir ganz, ganz viel zum Bundestag vorbereiten, werde ich davon natürlich nichts erzählen. Das ist so ein bisschen der Nachteil im journalistischen Bereich, dass man vorher nichts dazu erzählt. Was halt ganz spannend ist, ist halt das Thema, dass wirklich das Thema Debatten auf den sozialen Kanälen, wie bestimmte Meinungsmacher das benutzen können. Wir kennen diese Schlagwörter wie Fake News und Social Bots und keine Ahnung was. Da ist viel Blödsinn mit dabei, aber es ist schon interessant zu sehen, dass es Gruppen gibt, die sich tatsächlich komplett von der Realität abkapseln können. Alles, was die Wahrheit sagt, sind dann halt Lügenpresse und alles, was erzählt wird, was dem eigenen Weltbild entspricht, erzählt dann die reine Wahrheit. Das ist ein unglaublich großes Feld. Mit Markus Reuter sind wir da mal tief reingestochen, haben ein paar interessante Aspekte dort rausgeholt. Aber das Spannende ist halt, dass wir jetzt gerade bei Twitter und in Teilen halt auch aus Facebook und vielleicht auch anderen Medien, wie zum Beispiel YouTube, Daten rausziehen können und gucken können, wie dort gesellschaftliche Debatten stattfinden, wie sich einzelne Gruppen separieren und welche Arten und Formen von Diskussionen dort geführt werden. Das ist natürlich jetzt im Wahlkampf heiß, klar. Aber ich glaube, das wird ein Thema sein, das uns die nächsten Jahre noch verfolgen wird. Gibt es noch weitere Fragen? Gerne hier nach vorne zum Mikrofon kommen, wenn es geht. Dann können nämlich auch die Leute im Stream mithören, was ihr fragt. Dankeschön. Spannende Grafiken. Mich würde mal interessieren, wie ihr, das sind ja doch inhaltliche Dinge, die nicht so ganz leicht auszuwerten sind, wenn man das nicht alles von Hand machen möchte. Was für Tools setzt ihr ein? Sind die irgendwie so intelligent, dass die Sprache jetzt zum Beispiel bei einem Tweet irgendwie erkennen können, in welche Tendenz das geht oder ob es ironisch gemeint ist oder nicht? Genau, also da haben wir auch schon ganz viele schlechte Erfahrungen gesammelt mit. Ich glaube, das erste Mal war das, als wir die Tweets von Aufschrei analysieren wollten. Da konnte man sehr gut unterscheiden, ob dort Frauen beispielsweise von Vorfällen am Arbeitsplatz oder Universität sprechen. Aber wir konnten zwei Gruppen überhaupt nicht voneinander entscheiden. Und zwar ernst gemeinte Nachfragen und Satire oder Ironie oder Trollerei. Ja, also wir hatten eine Gruppe, die haben wir Troll genannt, die andere Gruppe hatten wir Nachfragen genannt und die konnten wir nicht trennen voneinander. Die waren sozusagen statistisch nicht auseinanderhaltbar. Also wenn man die dann auch händisch durchgeht, wird man feststellen, dass man sie selber auch oft schlecht auseinanderhalten kann. Das ist das Gemeine an der Trollerei. Tatsächlich ist das so ein limitierender Faktor. Es geht halt nicht alles mit Datenjournalismus. Ne? Genauso wie nicht alles mit Fotografieren geht. Da muss man halt ganz viele Erfahrungen sammeln, gucken, welche Tools es gibt oder, was wir bei uns in unserem Team sehr gerne machen, auch verstehen, wie die Mathematik dahinter funktioniert und ganz viele Tools für uns selber bauen. Wir versuchen sie dann in großen Teilen dann auch hinterher Open Source auf GitHub zu setzen. Die sind dann aber meist sehr stark an uns adaptiert. Das heißt, es sind nicht generische Tools, die andere Leute auch verwenden können. Sie können natürlich alle das verwenden, aber sie sind dann schon immer ein bisschen tricky, sie dann für sein Problem zu adaptieren. Aber es ist in der Tat ein Problem, ganz viele Sachen zu kategorisieren. Bei Lobbyradar beispielsweise ging es noch relativ einfach. Da war das Hauptproblem eigentlich nur, dass Namen erwähnt wurden und wir müssen halt Namen matchen. Ne? Also wir haben eine Liste von von Bundestagsparlamentariern und wir haben eine Liste von Vereinsmitgliedern und hoffen dann, dass diese Namensdoppelungen vorhanden sind. Ne? Wenn ich dann zweimal einen Herrn Schmidt da drin habe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht die gleiche Person betrifft. Das ist dann tatsächlich wieder Recherche und Handarbeit. Aber am meisten, gut, ich bin jetzt mehr der Nerd, der jetzt nicht Hand anlegt, sondern lieber selber programmiert, am meisten machen mir natürlich die Sachen Spaß, wo ich dann mit großen Datenmengen automatisiert durchgehen kann und nicht bei 100.000 Fällen immer noch mal per Hand nachprüfen muss. Da muss ja auch natürlich eine gewisse Qualität haben, was man da abliefert. Zeit für eine Frage würden wir noch haben. Möchte noch jemand das Mikro ergreifen? Vielleicht noch mal ganz kurz das Letzte, was du gesagt hast gerade, Michael, wie schon eben gesagt worden, es gibt so viele schöne Tools mittlerweile zur Visualisierung und viele Sachen werden immer einfacher und es gibt auch wirklich viele Leute, die coole Workshops anbieten, um das auch jungen Leuten und anderen Menschen, die vielleicht nicht ganz so digital affin sind, wie wir näher zu bringen, aber ganz oft sind es ja eben die Daten. Die sozusagen, wenn man den Datensatz nicht hat, mit dem man arbeiten möchte, dann hilft auch das tollste Visualisierungstool nicht. Und ganz oft fehlen ja gerade NGOs und Menschen, die so im zivilgesellschaftlichen Bereich arbeiten, den Zugang zu den Daten. Du hast ja da irgendwie auf verschiedenen Ebenen viel gemacht, aber wie schätzt du da irgendwie so die Entwicklung ein und hast du das Gefühl, wir sind da gerade so ein bisschen an einem
so also nicht Stillstand, aber an einem Punkt angekommen, wo es sich so ein bisschen stagniert in der Bewegung, die wir da die letzten Jahre hatten? Dem würde ich sogar widersprechen. Also man merkt, dass also es gibt ganz viele verschiedene Datenquellen natürlich. Am schönsten sind immer die Sachen, die einem aus dem Laster fallen, werden irgendwie Daten zugespielt. Das sind aber Ausnahmefälle. Im Regelfall kriegt man eine Menge Daten aus APIs raus. Also beispielsweise hatten wir geguckt, wie viele YouTube-Videos in Deutschland gesperrt sind, haben wir aus der YouTube-API rausgeholt. Diese ganzen Twitter- und Fake-News-Analysen haben wir aus der Twitter-API rausgeholt. Und da gibt es noch viele andere Datenquellen. Für Lobbyradar haben wir die öffentlichen Register vom Bundestag gescrapt oder Xing genutzt dafür, viele APIs. Was besonders positiv ist, sieht man, dass tatsächlich nach und nach langsam ernährt sich das Eichhörnchen, dass auch Verwaltung Daten rausgeben. Da gibt es weiterhin Vorbehalte, aber wir haben die positive Erfahrung gemacht, dass wenn wir der Verwaltung zeigen, was wir mit ihren Daten gemacht haben, sind die hellauf begeistert und fragen uns dann noch, ach übrigens, wir haben noch das und wir haben noch das und wollt ihr nicht damit auch noch was machen. Und wir versuchen sie dann zu animieren mit, ja, dann packt es doch irgendwie online. Das ist dann meistens dann intern in der Verwaltung ein Prozessproblem. Ja, wer packt es denn jetzt online? Aber in Berlin gibt es ja zum Beispiel das Datenportal daten.berlin.de, da findet man eine Menge. Im Statistischen Bundesamt findet man was, in den Landesämtern findet man was. Es gibt das IFG, Frag den Staat und auch kleineanfragen.de. Wenn man einmal anfängt, dann wird man auch doof dabei und sieht überall Daten. Ja, also das, bei mir ist es zumindest so. Also wenn man tatsächlich damit anfängt, findet man ganz viele Datenquellen und auch ganz viele Geschichten, die sich dann daraus ergeben. Deswegen, ja. Cool, ich freue mich, dass du eine andere Meinung dazu hattest. Dann nochmal einen ganz herzlichen Applaus für Michael. Danke.